Die diplomatische Vertretung der Palästinenser in Washington darf geöffnet bleiben. Sie muss sich aber an klare Vorgaben halten. Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas. Quelle: Sören Stache, deutsche Presseagentur. Die diplomatische Vertretung der Palästinenser in den USA muss nun doch nicht schließen. Das Büro der palästinensischen Befreiungsorganisation, PLO, in Washington müsse seine Aktivitäten jedoch zunächst auf den Einsatz für den Nahostfriedensprozess beschränken, sagte ein Vertreter des US-Außenministeriums. Vor einer Woche hatten US-Regierungsvertreter erklärt, das PLO-Büro müsse schließen, weil die Palästinenser-Führung Israel vor den Internationalen Strafgerichtshof, ICC, bringen möchte.